Ja, herzlich willkommen und zurück zu Ark the Volcano. Und ihr seht es, ich habe hier einen heranwachsenden Rex. Immer noch Level 127. Und ja, inzwischen schon ganz schön groß geworden. Der Kleine. Ja, ich vertone hier übrigens mal wieder nach. Denn ich habe mir wieder verpeilt, das Mikro am Anfang anzumachen. Ich bin gut, aber so viel dazu. Wir machen jetzt einen kleinen Rundflug. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Glaube ich zumindest, dass das jetzt kam. War es die Folge mit dem Rundflug? Ja, also ich muss Ruinen und Turm mal entfernen. Mache ich demnächst mal. Die Karte lädt gerade. Also habe ich inzwischen gemacht. Hier aber noch nicht. So. Ich habe vor, in Richtung einfach an der Küste entlang zu fliegen. Richtung Wüste. Um mich da mal etwas näher umzugucken und die Karte kennenzulernen. Bei der Gelegenheit vielleicht auch einen neuen Bauplatz zu finden. Und ja, fliege hier jetzt erstmal Richtung Lootstrahl. Stelle fest, hey, coole Sache. Dieser Lootstrahl hat einen Hula-Hoop-Reifen. Ja, nochmal ein Blick auf die Karte, ob ich noch richtig fliege. Ja, tue ich noch. Und ja, diesen Hula-Hoop-Reifen Lootstrahl, auch wenn er nur weiß ist, will ich wegen des Reifens haben. Da sind manchmal eben dann doch besondere Sachen drin. So, was ich jetzt hier sehe, sind diese komischen kleinen Scheißbiester. Nenne ich sie jetzt einfach mal Trodons, glaube ich, waren es. Die mich angreifen und ich stelle dann auch fest, dass sie mich vergiften. Oben rechts sieht man es, sie haben meinen Vogel vergiftet. Deswegen nehmen wir die jetzt erstmal auseinander, bevor ich absteige, diese Scheißbiester. Ja, es war ein Trudon. Doppel-O. Da ist der nächste, der muss auch noch weg. Nee, nee, nee. Scheißbiester. So, komm, zerfall endlich. Ja, 59er gewesen. Und da unten noch die sich drum streitenden Fliegen. So, ich steige ab und will den Lootstrahl oder nehme den Lootstrahl und stelle fest, ja, ich nehme doch erstmal spontan alles, weil da schon wieder die nächste Horde. Und ich wurde auch vergiftet. Benommenheit steigt schnell an. Das ist also nicht nett, ne? Ihr seht jetzt unten, der Counter, der läuft unten links, so lang steigt die Benommenheit an. Das findet man so. Ich sehe jetzt gerade erst, wie voll die Sterne geworden sind. Ja, und jetzt weiter normal. Jetzt mal ehrlich, ich mag die echt nicht. Was sind das für miese Biester hier? So, erstmal ein bisschen überflüssiges Gepäck abwerfen. Lagerfeuer brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Viel mehr Sattel haben wir sogar noch ein zu viel. Oder haben wir eh nur eins? So. Oh, was, da war da Fleisch dabei? Ja, das Fleisch werfen wir lieber mal in deinem Inventar, da hält's länger. Jetzt aber weiter. Mensch! Was ein miese Biester da unten. Die muss ich mir näher mal angucken, was das ist, hä? Da müssen wir bei Gelegenheit echt mal gucken, was das genau ist und ob wir die brauchen. Ob wir die haben wollen, so zähmenderweise. So, wie gesagt. Heute eben ein kleiner Inselrundflug mit dieser Argentavis Dame, mit der neuen, damit die A was von der Insel sieht und B, damit sie eben auch ein bisschen kämpfen und rumfliegen kann, damit das Level ein bisschen steigt. Ne? Man sieht es hier oben rechts, der Pfeil ist schon wieder fast voll, da war es das Level. Und bei ihr geht auch erstmal alles dann in Richtung Geschwindigkeit. Jetzt darf ich. So, zack, Bewegungsgeschwindigkeit. 107%. Denn die wollen wir mal ein bisschen, naja, pushen auf Speed. Um damit irgendwann tatsächlich mal in die Drachenschlucht zu fliegen. Eine soll ja demnächst entfernt werden. Und die zweite gibt es ja dann noch und ja, wer weiß, wenn es jetzt auf Volcano hier, auf der Volcano tatsächlich auch die Eier gibt, dann kann man ja auch Dracheneier klauen, ne? Und so einen kleinen Drachen mal ausbrüten.
Mal drehen wir die Klimaanlage auf Heizen. Und schlagen uns danach wahrscheinlich keine Ahnung, wie lange um die Ohren, bis der Drache ausgewachsen ist, weil das dauert normal. Oh, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei den Einsteigen, die ich übernommen habe, geht es an die 24 Stunden oder so. Kann sein, dass ich es davor noch mal ein bisschen erhöhe. Oder eben mal gucken. Ach nee, das war nicht das Ausbrüten, das war das Aufziehen, glaube ich, war an die 24 Stunden, bis er ausgewachsen ist. Oder war es beides? Ich weiß es nicht mehr, tut mir leid. So, hier nochmal kurz landen am Ende. Ausblick genießen. Oh, einmal landen, einmal, wie heißt es, Ausdauer auffüllen. Ich nutze die Zeit und schenke mal Tee ein. Irgendwie, ja. Na, zur aktuellen Jahreszeit trinke ich daheim irgendwie furchtbar gerne Tee. So, fliegen wir weiter da hinten auf Richtung diesem Pinöppel zu. Und da sieht man auch tatsächlich da hinten über meinem Kopf jetzt, da kommt schon Wüste zum Vorschein. Da ist wieder ein ziemlich großes Plateau. Mal kurz, ne? Was haben wir da drüben? Da ist das an. Ach ja, genau, das ist der riesige See mit dem Fluss. Vielleicht baue ich mir da auch irgendwann mal ein hübsches Schiff drauf oder so. Oder ich baue mir das Schiff da an eine Anlegestelle. Mal sehen. Was das da unten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das da auch eine Art. Ne, das ist kein Sumpf. Nee, Sumpf ist das nicht. Auf jeden Fall, also ja, wenn man ganz, ganz rausfliegt, sieht die Karte ziemlich langweilig aus, weil sie ziemlich, ja, eckig ist, aber wenn man so schön drüber fliegt und nicht komplett oben im Himmel schwebt, dann ist die Karte einfach hübsch. Ups. Ich glaube, da oben hat es ein bisschen Holz. Sollte man vielleicht mal mit Schnibbel und mit den Bibern durchgehen. Ja, vor da oben vier Biber abwerfen und danach schauen, was an Bäumen noch steht, wenn die voll sind. Spontan würde ich sagen, nicht mehr viel und ich brauche das ganze Spiel über kein Holz mehr. Oh, klingt lustig hier unten. Lass doch mal kurz ein bisschen weiter runter gucken, was da so gibt. Muss ich ja auch ein bisschen umgucken hier, ne? Ein grüner mit Hula-Hoop-Reifen. Da ist ein Schnibbel, ich sehe dich genau. Das da ist ein Kano, der mich jetzt auch gesehen hat, also hau mal ab. Beim Kano lege ich mich dann doch noch nicht an, glaube ich. Aber so eigentlich echt. War ja auch nur ein grüner Strahl, ne? Apropos grüner Strahl, das da hinten scheint der grüne Pinöppel zu sein. Fliegen wir doch mal in die Richtung. Könnte meinen, dass das hier eine Art Urwald ist. Was ist das denn da Grünes? Das ist eine Art Strauch, der so gnadenlos grün rausballert. Tatsächlich. Der ist schon sehr grün, der Strauch. Aber hier ist der Strauch eindeutig grüner als daheim. Picknick auf dem Vogel machen hier. Da ist auch Argentavis. Kurz ein Stück nach oben. Dass wir wieder ein bisschen hübscheren Blick haben hier. Ha. Da hat es wieder 10.000 seltene Blumen. Das ist so übel mit dem Schnibbel da einfallen. So. Hier jetzt noch mal einen kleinen Bergsee. Ein Galli, der schwimmen geht. Ist ja ganz nett, aber ja, ich weiß nicht. Na, man kann ja auch auf die Art mal hier so ein bisschen.
Augen offen halten nach weiteren Basisaußenstationen. Ich meine, klar, Redwood muss irgendwann wieder im Baumhaus sein. Da gibt es einfach nichts. Und was wir inzwischen hier an Holz haben, oder an Holz- und Metallmöglichkeiten haben, da müsste auch einiges gehen dann. So, das ist also der grüne Pinöppel, der eindeutig, ach, guck mal hier, eindeutig Richtung Wüste wächst. Oh, da hat es die tollen Wasserspeicher-Dinos. Ich nenne sie mal freundlich Kamel-Dino. Ich habe gerade keine Ahnung, wie sie wirklich heißen, auswendig. Ja, müssen wir uns merken. Höhlenerkundung machen wir jetzt natürlich gerade nicht. Dafür sind wir nicht richtig gerüstet. Und ich sag's euch gleich, wenn es mir zu warm wird auf dem Vogel, dann ziehe ich mich aus. Oh Mist. Ach, Kacke. Scheiß alte Gewohnheiten, ne? Zack auf Gesundheit gegangen. Ich Idiot. Aber jetzt mal kurz. Mir lässt es keine Ruhe. Wie heißt du, Viech? Das ist ein Raptor. Kurz ein Stück hochfliegen, so umdrehen. Wie heißt du, Viech? Ein Morellatops, genau. Und die haben nämlich Wasser. Die können Wasser speichern. Das macht die teilweise gerade in der Wüste sehr interessant, weil es halt wirklich diese wandelnden Wasserspeicher sind. Wow. Ey, lange nicht mehr so großes Kristall gesehen. Oder ist das Salz? Was ist das hier? Warte mal, du stehst nicht auf Folgen, ja, du bleibst da. Gut, was ist das hier? Schwefel. Die Steine lassen wir da, aber den Schwefel nehmen wir mit, hä? Ist ja cool, was hier so gibt. Kommt aber einiges raus hier, hä? Wenn ich die Steine gleich wieder wegwerfe, dürfte es auch nicht so schwer sein, hoffe ich. Ich weiß nicht, was Schwefel wiegt. Ja, ich werfe die Steine gleich weg. Wow. Was bitte ist das für ein Stein? Den weg, den weg. Nö, Schwefel selber wiegt nicht so viel, das ist okay. Findet man in Höhlen? Naja, Höhle. Ich nehme das mal so hin. Oh. Der Stein ist kaputt. Ah. Scheinbar hat er auf der einen Seite den Schwefel schon rausgeklöppelt, ne? Gut, dass ich meine Picke mitgenommen habe. Ich bin ja jetzt echt neugierig hier. Warum, hallo, der hört ja gar nicht mehr auf. Ach, das waren die Steine, die ich weggeschmissen habe, die jetzt da wieder zum Vorschein kommen. War gerade etwas verwirrt. Apropos, so. Was ist das hier? Ah, das ist Kristall. Und das? Rohsalz. Aha. Ja, aber Rohsalz nehmen wir auch ein bisschen mit, ne? Haben wir auch noch nicht daheim. Ah, und aus Rohsalz und dem Schwefel können wir dann dieses komische Preserving-Dingens herstellen, glaube ich, was alles haltbarer macht, ne? Ja, ich weiß, bin überladen. Geht das eigentlich kaputt? Kannst du das wieder wegwerfen hier? Mische es mit Schwefel, um konservierendes Salz zu halten. Ja, haben wir. Könnten wir hier vor Ort mal eben mischen, ne? Würde ich sagen, nehmen wir auch davon einen Schwung mit. Das ist ein großes Salzsteinchen. Nicht gerade klein.
Aber ich weiß, wenn man es mischt, geht es, glaube ich, kaputt. Dann hat es eine Haltbarkeit. Ne? Also, solange ich es nicht mische, hält das länger. Und ich habe gesehen, Rohsalz ist schwerer als Stein. Also, komm, okay. Ignorieren wir das mal. So, eins, zwei, so, weg. Also, was ich hier sehe, Rohsalz wiegt 10, das Deck, und Schwefel 5. Ist das jetzt weggesteckt? Ja. Ups. Naja, das kannst du auch haben. So, gehen wir die Dinger mal rein. So. Haben wir ein bisschen was eingesammelt hier, ne? Also, ist ja auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, was hier der grüne Pinöppel macht. Hübsches grünes Licht natürlich. Da hinten ist der namensgebende Vulkan wahrscheinlich. Oder lass mal kurz auf die Karte gucken. Ja, das dürfte dann Richtung Vulkan gerade langsam gehen. Und die Karte ist noch nicht so perfekt, weil hier ist eindeutig noch Wüste mit boah, ein bisschen Wind und 17 Grad. Da unten ist wahrscheinlich wärmer. Morellatops. Sieht schon auch cool aus, oder? Da hinten der Vulkan am Horizont. Kann man fast mal dunkel lassen gerade so ein bisschen. Galli hier, also hier ist das auf jeden Fall Wasser, so eine kleine Oase. Jetzt drehe ich doch mal wieder ein bisschen hier auf 6 Uhr drehe mal wieder. Ups, Entschuldigung. Na, weil das hier, das die kleine Wolke. Ich glaube, das unten war ein Geier oder sowas, die sind nervig. So, das hier auf jeden Fall eine hübsche kleine Oase. Also hier könnte man sich theoretisch sogar in der Wüste was aufbauen. Was ich noch nicht gesehen habe, ist, ob er auch hier auf der Volcano so diese Öl- und Wasserquellen hat, wo man dann Brunnen und Pumpstationen draufstellen kann. So, unten hat es noch ein paar von den kleinen. Oh, was ist denn das da für ein Vordach? Vordächer interessieren mich. Da muss ich gerade mal hin. Ein paar Gerippe. Ist das da ein Sony Dragon? Glaube, das ist ein Sony Dragon hier, oder? Lass mal gucken. So einen möchte ich ja irgendwann auch mal gezähmt haben. Level 42 Weibchen. Umf. Umf. Und da geht es scheinbar auch rein. Also hier hat es scheinbar auch nicht gerade wenig Höhlen. Oh. Nee. Das hier ist noch einfacher. Ein maroder Lederhut. Ole, ole. Naja. Sei es drum, ich habe einen maroden Lederhut. Ne? Wir haben das mal eben eingesammelt. Ich dachte, da geht's rein, aber das ist wohl nur so. Ah, ich erinnere mich, auf der Scorched Earth Map hat es solche Loot Crates auch in der Wüste ab und an liegen. Er hat hier scheinbar den Spawnpunkt von dem Loot Crate zumindest ein bisschen aufgehübscht. Was halt auch erklären könnte, warum da sowas liegt, ne? Weil da früher wohl mal Menschen waren. Ich habe keine Ahnung, ob es hier auch die Death Worms gibt. Das wäre auch noch so eine spannende Geschichte, ob uns sowas mal erwischt. Ja, aber ich denke, irgendwann müssen wir tatsächlich mal eine kleine Außenbasis in der Wüste machen. Ne? So mit dem Nötigsten halt. Kühlschränke, Klimaanlagen und so weiter und so fort. Dass wir uns mal ein bisschen mehr so die Wüste angucken können, ha? Geil wäre natürlich dann, wenn wir bis dahin vielleicht irgendwo einen Quetzsee hätten. Damit wir die Dinos einfacher transportiert bekommen von A nach B. Was bist denn du? Ein kleiner weiblicher jugendlicher Spino. Ist er nicht putzig? Wenn er mal noch wächst, dann wird er scheißgefährlich. Ja, egal. So, gucken wir hier noch mal kurz ums Eck.
die Wüste reizt mich ja schon auch echt sehr, ne? Also da müssen wir echt mal. Kann sein, dass ich da echt mal anfange, den Kram auszubauen. Wir wären dann ja auch deutlich, oder mal, Karte. Na, wir könnten dann doch da so Richtung Home, wo Home steht, Richtung in der Wüste mal angucken. Dann wären wir auch näher am Vulkan von der Außenbasis her, wenn es dann mal Richtung Drachenfangen geht, ne? Wie dem auch sei, ich mache mich auf den Rückweg, denn die Folge hat 20 Minuten erreicht und in 30 Minuten muss ich ja mein kleines, also in 10 Minuten jetzt muss ich ja meinen kleinen Rex wieder pflegen. Das heißt, das hier war eine kleine Rundflugfolge in Richtung der Wüste. Und der Entschluss steht definitiv, die Wüste muss ich mir mal noch näher angucken. Und diesmal aber wieder Bewegungsgeschwindigkeit hier. Und dann mal wirklich da einen Außenposten hinflanschen. In Form von, also es wird dann relativ schnell gehen, in Form von, ich baue mir daheim alles. Und zumindest erstmal so aus Stein oder so. Später würde ich es dann wahrscheinlich auf Lehm umbauen, weil es einfach besser aussieht in der Wüste. Aber einfach eben erstmal so den ersten kleinen Fertigklotz in die Vögel laden, ne? Und dann mit den zwei Argentavis herfliegen. Die können ja doch einiges transportieren. Der andere Argentavis hat ja immerhin auch, ja, der kriegt wahrscheinlich wirklich bald den Spitznamen Lastenvogel. Der hat immerhin Tragekraft von 1000 inzwischen und kann damit einiges mitnehmen. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, ob ich überhaupt richtig fliege. Wahrscheinlich eher in die Richtung. Ja, genau, in die Richtung. Jetzt kenne ich es auch wieder, genau. Wunderbar. Wie dem auch sei, ich fliege zurück. Wir sehen uns in der nächsten Folge daheim in der Basis wieder. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so machen. Wir haben ja immerhin auch noch den Steinewerfer auf dem Programm. Da werde ich jetzt auf dem Rückweg wahrscheinlich hier nochmal kurz ein bisschen unten gucken, ob ich da was finde. Was wir irgendwo hier so ein Dings hochtreiben könnten. Und dann müssten wir halt mal gucken, ob wir da mit dem Rex rüber marschieren und so ein Viech dann fangen. Ja. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.